Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. FC Barcelona gegen Juventus. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Marc-André ter Stegen im Tor. Andreas Christensen spielt mit Ronald Araujo in der Abwehr. Frenkie de Jong steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Vor dem Tor kaum zu bremsen. Das ist oft einfach nur Instinkt und das kannst du kaum lernen. Das musst du haben, diesen Torriecher. Gehört genau auf dem Gebiet wirklich zu den Besten. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Ja, energischer Vorstoß. Fatih. Chance zur Führung. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ein Pass mit viel Auge. Jetzt Lewandowski. Riesenchance. Er versucht's. Sie ziehen davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Und die Maria. Vlahovic. Ball läuft gut bei Juventus. Da ist die Chance. Jetzt die Chance. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. So, mal sehen, ob Juventus so weitermacht. Sie sind bis auf einen wieder dran. Pedri. Ball bei Rafinha. Der Steilpass hier von Neon. Und da ist das Tor für Barça. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Nun Angel Di Maria. Rabiot. Cuadrado am Ball. Abseits, wir hören's und wir sehen's. Die Vorwärtsbewegung jetzt. De Jong.
Pedri mit dem Ball. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Zwei Minuten werden nachgespielt. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Weiter geht's mit Durchgang 2 in diesem Spiel, in dem Juventus deutlich zurückliegt. Und die Gelegenheit. Und da kann er klären. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Wartet erstmal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Rabiot. Da macht er ihn rein. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Rafinha. Lewandowski mit der Chance. Klasse dazwischen gegangen. Der Ball ist draußen. Einwurf für Barcelona. Juventus wechselt. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Rafinha. Pedri. Ansumane Fati. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Jetzt Robert Lewandowski. Was macht er draus? Er hält drauf. Die Riesenaktion von Szczęsny. Vlahovic. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Super Pass. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Fati. Die Gelegenheit. Ja, macht das da ganz sicher. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Das könnte es sein. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. Der FC Barcelona spielt weiter nach vorne. Die Katalanen wollen hier noch. Starke Parade. Szczęsny mit der tollen Aktion. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Nee, nichts ist abseits, sagt zumindest der Assistent. War eine enge Geschichte. Der Ballverlust. Lewandowski war das. Guter Vorstoß jetzt. Di Maria. Könnte die Führung werden. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's.
Jetzt hätte er Anspielstationen. Nochmal Juventus mit einem Angriff. Vielleicht bekommen sie jetzt die... Ter Stegen passt hier gut auf. Vielleicht die Führung jetzt. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit.